Wirklich ein klasse Stadion, das Allianz Stadium auf Turin. Da kann sich Juve wirklich glücklich schätzen, dass man so ein Schmuckkästchen hat, dass man hier seine Heimspiele austragen kann. Und hier sehen wir die Startaufstellung von Juventus Turin für heute. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. So gehen es die Bayern also heute an. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Lewandowski. Da verlieren sie den Ball. Jetzt Mandzukic. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Zwei ebenbürtige Mannschaften. Freistoß, mehr nicht. Keine große Sache. Chiellini. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Dybala. Rodriguez. Der Stern von James Rodriguez ging so richtig auf bei der WM 2014 in Brasilien. 6 Tore, Torschützenkönig und damit Nachfolger eines gewissen Thomas Müller. Und jetzt vielleicht Jubel. Und jetzt ein Schuss. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Und Vidal. Rodriguez. James Rodriguez gehört mit zu den torgefährlichsten Offensivspielern. Coutinho mit der Riesenchance. Eckball für die Bayern. Jetzt der Eckball. Da ist die Szene vorbei. Und abgepfiffen, gibt Freistoß gegen Juventus Turin. Jetzt Vidal. Den Ball entschärft er ganz locker. Was macht der Torwart denn da? Er läuft mit dem Ball los. Ach, zu ungenau. Der Ball ist weg. Und Müller. Vidal. Nun James Rodriguez. Das könnte die Chance werden. Coutinho. Die Chance zur Führung. Und die Chance ist vorbei. An den Pfosten. James! Versuch's einfach mal, aber kein Tor. Ah, der Winkel war spitz. Ah, war knapp. Das frühe Pressing jetzt. Das macht er gut. Thiago Alcantara. Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf. Coutinho am Ball. Er schießt. Ecke jetzt also und vielleicht die Chance auf den Treffer. Boateng. Javi Martinez jetzt. Kimmich. Müller am Ball. Gute Aktion. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Da bekommt er Unterstützung. Thiago mit viel Druck nach vorne. Die Kugel ist weg. Er kommt nicht vorbei. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Das Zuspiel kommt jetzt hier für Lewandowski.
Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es obendrauf. Und da ist der Ball wieder weg. Keine Tore zur Pause. Los geht's mit dem zweiten Durchgang. Der FC Bayern am Ball. Ronaldo! Jetzt hatten sie die Chance. Das wäre die Führung gewesen. Das könnte gefährlich werden. Die Flanke kommt in Richtung Lewandowski. Ganz einfach an den Ball gekommen. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Wie denkst du bislang über Cristiano Ronaldo? Also er kann sicher mehr. Bisher spielt er keine große Rolle. Das wird hier Ecke geben. Aus der Entfernung wäre es das Tor des Jahres. Nee, der Schuss war nix. Viel zu groß die Distanz und dann natürlich auch nicht präzise genug. Und Alaba. Das Potenzial von David Alaba haben sie in Österreich schon früh entdeckt, Buschi. Ja, dementsprechend hält er auch den Rekord als jüngster Nationalspieler aller Zeiten. Heute ist er natürlich die tragende Stütze der Mannschaft. Die Bayern im Vorwärtsgang. Den Ball holt er sich. Und Thiago. Und jetzt Müller. Macht er das Tor? Sie liegen vorne und das natürlich absolut verdient. Ja, muss man nur auf den Spielverlauf gucken, das passt. Die Münchner sind also erfolgreich. Da ärgert sich der Torhüter und das ganz zu Recht. Er hält es gut, aber hat im Anschluss keine Chance mehr. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Die Münchner führen nach diesem Tor. Rodriguez. Jetzt wird's gefährlich. Lewandowski. Den Schuss verzieht er. Keine Gefahr für das Tor. Rodriguez. Robert Lewandowski. Gutes Tackling. Jetzt Robert Lewandowski. Lewandowski, schön gehalten. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Jetzt müssen sie aufpassen. Coutinho mit der Riesenchance. So wird... Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt noch mal anschauen. Da hätten sie ihm helfen müssen. Erst hält er noch klasse, aber dann, was soll er machen, wenn die Verteidiger pennen? Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Jetzt könnte es gefährlich werden. Super. Dybala! Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Boateng jetzt. Jetzt Müller. Und Alexandro. Dybala. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Und da verlieren sie den Ball.
10 Minuten sind noch zu absolvieren. Szczęsny. Jetzt können sie neu aufbauen. Es gibt Abstoß. Tolles Spiel von Lewandowski. Er ist kaum zu halten. Er hat sein Tor schon gemacht und ist auch ansonsten immer wieder gefährlich. Jetzt nochmal die Bayern. Kein Tor hier, aber gut, dass er das mal versucht. Ja, die Dinger kann er grundsätzlich ja auch. Das haben wir schon häufiger gesehen. Die Fans sind zufrieden, Buschi. Es hört sich zumindest danach an. Die Stimmung auf den Rängen ist absolute Klasse. Da verlieren sie den Ball. Unfassbar, der passt. Ein überragendes Tor, da hat alles gepasst. Ja, da hat er es von weit weg probiert und wird mit diesem Treffer belohnt. Und man sieht es deutlich, den darfst du nicht zum Schuss kommen lassen. Auch und besonders da nicht. Da hat er genau Maß genommen und voll abgezogen. Keine Chance für den Torhüter. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. Jetzt Ramez. Juve mit der Balleroberung. Das könnte gefährlich werden. Pjanic. Gehalten, ganz stark. Die Kopfballstarken sind mit vorne. Gleich kommt die Ecke. Das ist zu ungefährlich. Aus der Ecke müssen sie mehr machen. Und das war's. Das Spiel ist beendet. Die Chance zur Führung. Und die Chance ist an den Pfosten. Komm! Versuch's einfach mal, aber kein Tor. Ah, der Winkel war spitz. Ah, war knapp. Jetzt müssen sie aufpassen. Coutinho mit der Riesenchance. So, sie haben diese Partie jetzt doch mit. Jetzt könnte es gefährlich werden. Super durch. Dybala. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Da verlieren sie den Ball. Unfassbar, der passt. Ein überragendes Tor, da hat alles gepasst.